Herzlich willkommen bei Sakura Bonsai, ich bin's, euer Mario. Heute geht es wieder um die Grundform und heute möchte ich eine Literatenform gestalten aus dieser Konifere. Ja, diese Konifere, eine handelsübliche Thuja. Ich habe die hier ausgewählt, weil sie einen geraden Stamm hat, aber unterhalb, ich zeige euch das gleich nochmal, eine leichte Biegung. Müssen natürlich wieder Äste abgeschnitten werden, ganz klar. Was ist denn eigentlich eine Literatenform? Diese Stilart oder diese Grundform, Literat, heißt eigentlich, dass diese Bäume in der Natur in Konkurrenz mit anderen Bäumen stehen. Das würde bedeuten, wenn hier überall Bäume stehen würden, würde der untere Bereich irgendwann verkümmern und abtrocknen. Und die Literatenform versucht, aus diesem Dickicht quasi sich herauszuschlängeln bis hoch ans Licht und entwickelt eigentlich nur im oberen Bereich eine Krone. Und der untere Bereich bei der Literatenform ist eigentlich kahl. Ja, so wie schon beim letzten Video, frei aufrechte Form, werde ich erstmal den Topf hier wieder einkürzen, den Topfrand. Ich lasse den wieder in der Schale, damit er bessere Standfestigkeit hat beim Drahten und Biegen. Werde ich dann mich von den Ästen trennen, die ich nicht brauche, wie ich gerade gesagt hatte. Literatenform heißt, der untere Bereich ist komplett kahl, also man sieht dann nur den Stammverlauf. Der Stammverlauf sollte, oder was heißt sollte, Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da natürlich viele, aber so einen leicht geschwungenen Stamm sieht immer ganz gut aus, als wenn das ganz kerzengerade ist. So, natürlich hier ein bisschen den Wurzelansatz freimachen, nicht sehr viel. Das, was überflüssig ist, damit ich einfach einen besseren Einblick habe, was der Stamm- und Wurzelansatz macht. Also hier kann ich schon rigoros vorgehen. Das heißt schon mal die unteren Sachen mich davon komplett trennen und den Stammansatz jetzt erstmal reinigen. Und wie ich gerade gesagt hatte, Literat heißt, man sieht den kompletten Stamm im unteren Bereich bis fast zur Krone. So, und in diesem Fall werde ich jetzt erstmal nur im unteren Bereich säubern, um dass ich einen Einblick habe, was ich hier noch zusätzlich abschneide. So, ich hatte gehofft, dass ich eigentlich beim Kauf so gut wie nur ein Stämmchen erwische, aber das war nicht ganz so zu sehen. Also hier habe ich drei so eine Verzweigung. Ideal wäre es natürlich, wenn nur ein Stamm nach oben gehen würde, aber so ist es nun mal. Also ich werde mich auf jeden Fall von dem hier trennen. So. Jetzt ist die Entscheidung, den oder den. Also das brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich brauche nur einen einzigen Hauptstamm. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt von dem hier trenne, könnte ich hier einen leichten Schari einarbeiten. Irgendwann mal. Und dann hätte der Stamm hier so eine leichte Biegung noch drin. Das heißt, der wird dann interessant. Also trenne ich mich davon. Ja, so sieht das gute Stück jetzt erstmal aus. Absolut noch nicht wie ein Bonsai.
aber das wird. So, wir haben gesagt, jetzt werden wieder einige denken, oh je, der schneidet wieder alles ab und Grün ist doch wichtig zur Entwicklung der Pflanze. Das ist auch alles richtig, aber da darf man nicht zu zögerlich sein. So, wir brauchen auf jeden Fall einen kahlen Stamm, da ich ja gesagt hatte, Literat in Konkurrenz mit anderen Bäumen und nur die Krone behält grün. So, ich habe das jetzt alles soweit entfernt. Jetzt kommt es auf die Größe an und ich muss mich jetzt festlegen von der Höhe. Und zwar habe ich hier Äste mit den meisten Grün dran. Das heißt, ich werde den Stamm hier unterbrechen und nur mit diesen zwei Ästen hier arbeiten. Das heißt, hier wird er unterbrochen. So, und noch ein bisschen rausputzen. Die ganzen Äste hier direkt am Stamm, die brauchen wir nicht. Also ich schneide jetzt quasi hier noch direkt die kleinen Äste hier weg, weil mich das beim Drahten behindert. Alles weg und mit dem Grün werde ich jetzt arbeiten. Also ich schneide jetzt quasi, dass ihr das genau seht, hier im Innen, sage mal, hier diese kleinen Ästchen schneide ich weg, so dass ich hier mit dem Draht optimal rum kann. Und dann kann ich diese kleinen Ästchen mit einem 0,5 oder 1 mm Draht auch eindrahten. Ja. So, hier auch. Da das weg. Ich drahte dann diesen Hauptast hier ein. Ja. Hier genauso. Den hier wegschneiden. So, und jetzt kann ich hier diesen Ast hier eindrahten. Hier ebenso habe ich zwei Ästchen. Ein bisschen sauber machen. Und jetzt kann ich die beiden hier wieder optimal eindrahten. So. Jo, meine Lieben, ich habe jetzt den Hauptstamm eingedrahtet. Und ich werde jetzt erstmal den Stamm eine leichte Biegung verpassen. Und Ziel ist es, dass dieser Ast hier herunterkommt und ich daraus dann die Krone forme. Puh, das war jetzt nicht so einfach. So, jetzt sieht man schon mal, dass hier dieser Ast dann nach unten gehen wird und das hier dann die Krone sein wird. So, nachdem ich den Hauptstamm ja gebogen habe, eingedrahtet gebogen, kümmere ich mich jetzt um diese zwei Hauptäste. Das heißt, ich nehme hier den Draht erstmal einmal hier rum und dann den anderen Ast einmal komplett durchdrahten bis zum Ende. Schön durchdrahten. Jetzt seht ihr auch, warum das wichtig ist, dass hier im inneren Bereich die ganzen kleinen Zweigchen entfernt werden, dass man hier schön durchdrahten kann. So.
ziehe ich erstmal den hier durch bis zum Ende, auch wenn ich den vielleicht hier noch einkürzen werde. Aber das entscheide ich dann im Laufe der Gestaltung. So, am Ende hier so ein kleines Schläufchen. In den Videos habt ihr das vielleicht schon mal gesehen. So, jetzt diesen hier. Einmal durchdrahten, nicht diesen hier. Ich nehme den Hauptast. Hier einmal durch. So schön an den Ästen vorbei. Einmal bis ganz nach oben. Und wie gesagt, durchdrahten und einkürzen kann ich dann immer noch, wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt doch zu lang. Am Ende ein kleines Schläufchen. So. Diese Äste. So, den brauche ich hier drinnen. Behalte ich den? Ich behalte den erstmal. So, jetzt kümmere ich mich um die beiden. So, ich entscheide mich jetzt für gleich starken Draht. Wie ich die beiden eingesetzt habe, werde ich die auch noch machen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. So, einmal oben ansetzen. Eine Runde rum. Den brauche ich nicht hier eindrahten. So, ich biege die Zweige nach unten, also von oben eindrahten. So. Und jetzt ziehe ich das hier einmal komplett durch. Da brauche ich auch nicht zu eng, weil die Zweige, ich habe jetzt einen starken Draht genommen, aber die Zweige sind noch ziemlich frisch, jung, noch nicht so verholzt. Einmal durchziehen und am Ende ein kleines Schläufchen. So, das gleiche bei dem hier und am Ende ein Schläufchen. So. Ja, jetzt habe ich mal die Äste, die Hauptäste eingedrahtet und jetzt geht es um die kleinen Ästchen hier. Das wird ein bisschen langwierig sein. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, wie ich so kleine Ästchen eindrahte. Da kamen ja ein paar Fragen in den Kommentaren auf. Es ist unmöglich, auch alles in einem Video reinzubringen. Deshalb ja einfach ein paar mehr Videos, wo ich immer Schritt für Schritt was erkläre. Also, mein Draht setze ich hier unten an, gehe hier eine Umdrehung rum, einmal hier rum und jetzt diesen Draht hier rum. So, einmal durchdrahten. So. Und am Ende mache ich hier eine kleine Schlaufe. So, und jetzt drahte ich hier den weiter durch. Schlaufe. So. Und so mache ich das jetzt bei den anderen auch. So, meine Lieben, der ist jetzt durchgedrahtet. Und jetzt werde ich die Äste stellen. Wie gesagt, den hier noch tiefer ziehen und dann die Krone aufbauen.
So, liebe Bonsai-Freunde, das war es jetzt erstmal von meiner Stilform oder Grundform Literat. Der bleibt jetzt erstmal in diesem Topf. Der soll sich jetzt mal erholen. Wichtig ist, Literatenform gehört immer in so eine Runde, in so eine runde Schale. Und wenn der dann hier drin ist, sieht die Sache schon ganz anders aus. Also nochmal Literat. Der Stamm ist unterhalb kahl, weil er steht in Konkurrenz mit anderen Bäumen. Leicht geschwungener Stamm. Und hier werde ich dann halt noch mit Verschlusspaste das versiegeln, dass der nicht austrocknet. Und hier könnte man dann irgendwann noch einen Schari einarbeiten, aber der soll sich jetzt erstmal erholen. Ich möchte vielleicht noch mal was sagen zu den Grundform- oder Stilarten. Ja? Normalerweise sagt man ja Stilart, Literat, Stilart, frei aufrecht, Stilart, Kaskade und so weiter. Für mich sind das Grundformen, weil ich sage immer, eine Stilform oder eine Stilart, der Stil, das ist eigentlich etwas, was jeder Bonsaianer, ist so seine eigene Unterschrift quasi, das ist sein Stil, den er dort in den Baum einbringt. Und ich finde immer, Grundform ist immer besser und für mich sind das alles Grundformen. Und wie gesagt, das ist hier die Grundform Literat. Und ich habe in meinen Bäumen meine persönliche Stilart, so wie ich meinen Stil dort einbringe. So sieht man eigentlich so meine Bäume, dass das mein Stil ist. Aber die Grundformen sind in der Regel gut zu erkennen. Und ich würde sagen, die nächste Grundform wird eine Kaskade werden. Habe ich mir schon so ausgesucht. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Aber wie gesagt, das dann im nächsten Video. Jetzt haben wir ja frei aufrechte Formen schon gehabt. Und heute die Literatenform. So, jawohl. Heute die Literatenform. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Mario.